ob der sich das traut oder nicht. Du kannst schlecht verlieren. Nein! Ja. Na, ernsthaft. Tada! Aber wir sind ja Freunde. Noch. So, ich bin der Armin von Bike Compounds. Zu Besuch haben wir Jasper Jauch. Vielen Dank für die Einladung. Wir haben hier 5 Challenges vorbereitet bekommen, die wir beide noch nicht kennen. Oder haben Sie die ich schon? Ich weiß von nichts. Okay. 5 Challenges, was passiert nach den Challenges? Gibt es einen Gewinner, gibt es einen Verlierer oder ist es just for fun? Ja, ist immer. Es geht sich ums Gewinnen, ne? Okay. Verlierer, Strafe. Ich hätte jetzt eher gedacht, Gewinnerlob oder so. Nee, Verlierer, Strafe. So, das wollen wir nochmal festhalten. Der Verlierer, in dem Falle Jasper Jauch hoffentlich, ne? muss einen Tag lang das Mädchen für alles im BC-Headquarter spielen. Natürlich im entsprechenden Outfit. Haben sich die Jungs so überlegt? Hast du Bock drauf? Wird ein hartes Spiel für dich. Ja, es wird heiß und er hat spannend. Den Heimvorteil. Du hast den Heimvorteil und ich muss dir blind vertrauen und hinterherfahren. Dann finden wir erstmal raus, wer überhaupt verliert. Gut, wir legen los. So, an der ersten Challenge angekommen, stehen wir jetzt hier. Da kommt die erste Challenge. Gucken wir mal, was auf uns wartet. Wer springt weiter? Weitsprung. Weitsprung war bist du bereit für Weitsprung? Nie mein Klassiker. In der Schule war ich immer schlecht im Weitsprung. Hoffentlich klappt mein Fahrrad ein bisschen besser. Ja, wir hoffen es. Wir probieren es aus. Du machst hier den Anfang. Hier? Okay. An Ort und Stelle, jetzt gleich, direkt. Ich fang an. Ich schieb hoch. Du scheiß doch. Nee. Ja, das sieht für mich nach einem Landung-Ding aus hier. Ich vertraue ihm nicht. Ich vertraue ihm nicht. Wir sehen mal, wie weit der Armin das jetzt macht. Das ist ja entscheidend. Oh, ich hab gewonnen! Nein! Doch! Du bist hier gelandet. Du bist hier gelandet. Ich hab schon gedacht, du bescheißt mir und jetzt ziehst du wahrscheinlich 2 Meter rüber. Nee, das war echt ordentlich von dir. Ja, du bist leicht schräg gewesen. Das kostet Gegenwind. Du musst dich windschnell machen, dann fliegst du weiter. Ja, das muss ich. Das sind die Tricks, die muss ich noch kennen. Die Racer-Tricks. erster Punkt geht an Jasper. Danke. Auf zur nächsten Challenge. Wir stehen bei der nächsten Challenge und hier kommt der nächste Umschlag. Tada! Trommelwirbel. Bitte vorlesen. Die Wand. Wer kommt beim Rollride höher? Ja, das ist jetzt die Frage. Der Profi, ne? Ich fahre den auf jeden Fall bis ganz oben. Ob der Profi das, ob der sich das traut oder nicht, das sehen wir dann. Ich würde sagen, wir lassen Tatsachen für sich sprechen. Armin, was war das? Ja, das traue ich mich allerdings auch gerade. Ich fahre den auf jeden Fall bis ganz oben. Okay, aber wir haben nur einen Versuch, oder? War das hoch? Mann, das war hoch! Jo, Armin, der Punkt ging leider an mich. Sei leider, nicht ja. Ja. Beim nächsten Mal sehen wir weiter. Nächste Challenge. Ja. Wir stehen an der nächsten Challenge. Im Moment steht es 2-0. Und was uns jetzt erwartet, steht in diesem Umschlag. Pinata. Oh. Tada. Da ist sie auch schon. Und die Challenge heißt, wer bringt die Pinata zum Platzen? Ich erkläre es mir jetzt mal selbst. Wahrscheinlich wird das Ding hier hingehängt und wir müssen einen Whip dagegen hauen, bis das Ding explodiert. Alles klar. Du bist bereit? Ich bin immer bereit. Dann überlasse ich dir den ersten Versuch. Ja, aber wenn ich direkt treffe, dann hast du ja gar keinen zweiten Versuch. Das ist richtig, aber ich vermute jetzt einfach mal nach 2-0. Ich weiß, was deine Taktik ist. Du willst, dass ich den anhaue und du den ganz kaputt machst. Ich kann auch anfangen. Nee, ist schon in Ordnung. Ich mach den lieber direkt beim ersten Mal ganz kaputt. Viel Spaß! Vielen Dank. One hit wonder! Yep! Jetzt mal lieber den ersten Right genommen. Ja. Das war sauber. Es steht jetzt 2-1. Also wir haben noch 2 Challenges to go.
bevor derjenige feststeht, der Bestrafung machen muss. Here we go, next one. Ich will jetzt nicht so lange hier in deinem Lob. Nee, machen. Passt schon. Du kannst schlecht verlieren, ist ja schon in Ordnung. Ist richtig. Die Challenge steht vor der Tür. Chance für mich gleich zu ziehen. 2-1 steht's jetzt. Hoffentlich 2-2 danach. Ich hoffe nicht. Weitschuss. Wer schießt am meisten Erde aus dem Anlieger? Oh, Backe. Wer fängt denn jetzt an? Nachdem ich habe dir ja quasi den Vortritt gerade eben gelassen. Deswegen hast du gewonnen. Also es war quasi ein geschenkter Punkt. Und jetzt fängst wieder du an. Also, Armin fängt an. First try. Wenn du fängst möchtest, an, dann kann ich mich orientieren, wie viel ich machen muss. Viel Spaß. Viel Spaß. Ja, super. Da ist richtig viel gespritzt, Armin. Das ist nicht schwer zu toppen. Da ist keine Erde geflogen. Du hast den Weitwurf Erde vergessen. Erde ist reichlich geflogen, nur nicht drüber. Du hast den Weitwurf vergessen. Das Schwierige ist... Es wird, glaube ich, ein leichtes Spiel für mich. Ich will mich nicht so weit aus dem Fenster hängen, aber ich probiere es jetzt einfach mal. Ja, nicht gut. Im Nachhinein ist man immer schlauer, ne? Jetzt hat der Jasper den Vorteil, dass er gesehen hat, was ich falsch gemacht habe. Genau das meinte ich. Der ist jetzt innen gefahren. Du brauchst ein bisschen mehr Taktik. 3-1. Ja, das hast du ganz toll gemacht, mein Kleiner. Wir haben ja jetzt schon einen Punktestand von 3-1, richtig? Ja. Und bei 5 Challenges bedeutet das leider, dass ich quasi jetzt schon gewonnen habe. Aber dann wäre das Spiel auch schon vorbei. Und deswegen bin ich großzügig und schlage vor, die letzte Challenge entscheidet. Wenn du doch noch verlieren möchtest. Großzügigkeit wird nicht gelobt. Ich gehe trotzdem all in und werde dich auch in dieser letzten Challenge einfach zerrupfen. Letzte Challenge. Miracle Whip. Wer isst am meisten Mayonnaise? Boah, wie muss ich das jetzt verstehen? Ich muss jetzt nicht Mayonnaise essen, oder? Na, ernst jetzt. Müssen wir jetzt Mayonnaise essen? Ist das euer Ernst? Okay, die letzte Challenge heißt also Miracle Whip. Und wer am meisten von diesem Zeug isst, hat gewonnen. Also er fängt an und ich muss nachziehen. Ja, okay, das ist ein fairer Deal. Wenn ich dafür noch gewinne... Du musst halt richtig loslegen. Ja, aber du ziehst nach. Natürlich. Guten Hunger. Hau rein. Schon mal Spaß, komm hier. Bah. Ja, kurz fest, er hat einen Löffel, der wurde genau wieder ausgespuckt, richtig? Einen Löffel. I have won! Ja, Applaus. Du, jetzt okay, ich habe nachgezogen. Hör mal, herzlichen Glückwunsch. Ist ziemlich eklig. Können wir tatsächlich bitte was zu trinken haben? Ja, das ist echt fies, ey. Hier. Ja, servus. Heute ist es soweit. Ich muss meine Strafe absitzen, die ich mir gestern eingefahren habe gegen Jasper Jauch. Wir haben es ja jetzt alle gesehen. Will jemand Süßigkeiten? Sehr Nüsschen. Ich finde das klasse, was ihr macht. Ihr macht einen super Job. Wow! Oh, hab ich die Angst. Geht auf meine Faust, die Vielzahl. Danke. Herrlich. Dabei. Sehr gerne, ich danke euch. Einen angenehmen Arbeitstag. Thanks, Bert. Sehr gerne. Ja, Jasper, herzlichen Glückwunsch zum verdienten Sieg. Danke. Hat wahrscheinlich nicht allzu viele überrascht. Ich habe mega Spaß gehabt. Mich hat super überrascht, weil ich eigentlich gedacht habe, dass du das Glas Miracle Whip ordentlich reinfutterst. Ja, Miracle Whip, ne? Nicht deins. Okay, ist nicht aber so meins. War ein geiler Tag. Ich hatte auf jeden Fall ziemlich viel Spaß mit den Challenges. Geiler Park hier in Hütchenwald. Und morgen dann natürlich, wenn ich meinen Vlog produziere, Inside-Out-Serie bei Bicomponents, also ein Blick hinter eure Kulissen. Dann darf ich dir einen Kaffee bringen jetzt, wo ich meine Niederlage eingestehen musste. Habe ich einen neuen Kameraassistenten. Und genau, den könnt ihr euch auch gerne anschauen. Auf meinem YouTube-Kanal, bei Jasper Jauch. Schön, dass du da warst. Vielen Dank. Hat einen schönen Tag heute, würde ich sagen. Sehr ich hoffe, ihr genießt das Video. Schaut am besten nochmal rein. Bei mir vorbei, ja. Und ja. Servus. Alles wird cool.